Hallo zusammen, heute geht es um den unglaublichen Solo-Creator und die Frage, wie man damit sinnvolle Sachen spielen kann. Ihr habt bestimmt schon mal von der Blues-Tonleiter gehört. Die blende ich auch gerne mal kurz hier oben ein. Die würde ich auf jeden Fall eine ganze Weile mal im Wechselschlag auf und abwärts üben. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein, das würde ich vorher auf jeden Fall tun. So, und jetzt ist ja die Frage, wie spiele ich was Sinnvolles mit dieser Tonleiter? Und im Grunde sind das schon mehrere Tonleitern, das heißt, es geht hier los mit A, A, C, D, Dis, E, G, A. Das heißt, hier ist die Tonleiter eigentlich schon zu Ende und beginnt neu. A, C, D, Dis, E, G, A. Und hier ist nochmal ein A. Und dann geht es eigentlich schon wieder neu los. Das heißt, aus diesen mehreren zwei Tonleitern hier suchen wir uns jetzt ein Zentrum aus. Das wäre das mittlere A. Auf der D-Seite siebter Bund. Und das nehmen wir jetzt sozusagen so ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt. Ich starte quasi mit ein oder zwei Tönen und gehe wieder zurück zum sicheren A. Oder nach unten. Oder auch mal vier Töne. Dasselbe kann ich mit dem hohen A machen. Das heißt, ich nehme immer wieder diese A's sozusagen als sicheren Standort und bewege mich hin und weg. So, jetzt muss das natürlich noch ein bisschen nach was klingen. Das heißt, wenn ich einfach so spiele, klingt das erstmal noch nach nichts. Dafür brauchen wir die Phrasierung. Das sind zum Beispiel Slide-ins oder Bendings, Hammer-ons, Tremolo. Das heißt, wenn ihr diese Elemente noch dazu nehmt, klingt es eigentlich schon so, wie man Solo-Spielen so kennt. Und am besten probiert ihr das mal aus mit wenigen Tönen und viel Phrasierung und checkt das Buch, Der unglaubliche Solo-Creator. Tschüss.